das Schuhe. Ich noch einmal da. Liesl bedeutet linguistische Sprachen lernen. Ich selbst bin Linguistin, bin davon überzeugt, dass es im Spracherwerb ganz, ganz wichtig ist, den linguistischen Merkmalen Raum zu geben, sage ich jetzt einmal, besonders wenn man es als Zweit- oder als Fremdsprache lernt. Und noch dazu hat es einfach sehr gut gepasst, weil Liesl kindgerecht ist und das auch zu unserem Projekt gut dazu passt. Ich bin eigentlich durch einen Brief draufgekommen, der mir zugeschickt worden ist. Und das hat mir eigentlich gut geklungen und habe gedacht, ich werde mal nachfragen, wie es eigentlich da läuft und wie lange das geht. Und ich habe gedacht, es wird wahrscheinlich vielleicht ein paar Monate gehen. Und da es das ganze Jahr über geht, habe ich das toll gefunden, da mein Kind schon Kindergartenalter hat und leider keinen Platz bekommen hat, weil ich eben in Karenz bin, noch einen kleinen Sohn zu Hause habe. Und die haben ihn nicht genommen. Und da habe ich das toll gefunden, dass er da durch das Spielen auch Deutsch lernen kann. Ich studiere Pädagogik und habe schon in mehreren Projekten von Deutsch und Mehr mitgearbeitet und werde da auch hinsichtlich der einzelnen Projekte immer wieder geschult. Also meine Aufgabe ist, die kleinen Kinder, also die Zweijährigen, Dreijährigen zu betreuen, während ihre Geschwister, die Älteren, bei Deutsch und Mehr die Sprachförderung bekommen. Schuhe! Sehr gut. Wenn wir jetzt wieder unsere Murmeln haben, schalt's einmal her. Und Schuhe! Eins, zwei. Super! Was ist das? Wer kann sich noch erinnern? Ja? Das ist ein Kleid. Super! Ich habe gerade davon schon. Du hast ein schönes Kleid. Du hast ein tolles Kleid an. Und wir klatschen. Kleid! Sprachkompetenz ist sehr ein breit definierter Begriff, sage ich jetzt einmal. Sprache hat sehr, sehr viele Facetten. Und für Vierjährige bedeutet es einfach, die Sprache näher zu bringen, ohne Anstrengung. Kinder lernen auf spielerische Art und Weise und ohne bewusst zu lernen, sage ich jetzt einmal. Es ist so schön zuzusehen, dass die Kinder aufnehmen, was man ihnen gibt, ohne jetzt das Gefühl haben zu müssen, ich muss jetzt lernen oder ich muss irgendwas Anstrengendes machen. Ich freue mich, dass wir bei Liesl so ein schönes, rundes Angebot haben, wo wir wirklich alle, die Kleinkinder bis zu den Eltern mitnehmen können und sie fördern können, sage ich jetzt einmal. Es wird aber auch nicht von jedem angenommen. Es freuen sich viele über diese Gelegenheit. Manche sind auch froh, dass sie die Kinder mal abgehen können, dass die Kinder Förderung bekommen und sie selbst sich aus dem Ganzen rausnehmen können. Ich will, du willst, er ist wild. Wollen. Es. Du
wir wollen. Er schießt sich gleich, das ist ein Also, ich will, du willst, es will, wir wollen, ihr wollt. Wir wollen. Ja, ihr wollt. Bei uns sind die Eltern eigentlich sehr stark integriert. Das heißt, es gibt immer Gespräche vor und nach den einzelnen Kursen. Und ja, die Eltern wissen Bescheid. Sie haben auch die Möglichkeit, dass sie auch in der Nähe ihrer Kinder sind, dadurch, dass es ja parallel die Deutschkurse für die Eltern auch gibt und da also auch ein bisschen beruhigter sind, dass sie das Kind nicht irgendwo ganz alleine lassen müssen. Wir sollen. Super. Perfekt. Ist auch noch, ich glaube, das ist das letzte Wort, mögen, also möchten und da gibt es. Kinder sind wie kleine Schwammerl. Man tropft Wasser rauf und sie nehmen das einfach an. Bei den Eltern ist es natürlich Lernen. Sie müssen jetzt die deutsche Sprache lernen, es ist mit mehr Anstrengung und viel mehr Engagement verbunden. Also ich versuche den Kindern eigentlich die Sprache zu vermitteln, den ganzen Kleinen, durch Spiele, Bilderbücher, Lieder. Wir tanzen auch viel im Kurs. Ja, also es ist eben schwierig, den Spagat zu schaffen zwischen den ganz Kleinen. Ich habe ein Baby auch im Kurs drinnen, von 9 Monaten. Und die Bandbreite ist halt groß. Also am Anfang waren alle zurückgehalten, die Erwachsenen und die Kinder. Und es hat dann eine Zeit benötigt, dass man alle ins Boot holt und sagt, okay, wir brauchen keine Angst haben, es ist ein geschützter Rahmen in dem Kursraum, den ich auch gestaltet habe, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Die kleineren Geschwister, also von 0 bis 3, sage ich jetzt einmal, werden bei uns in der Kinderbetreuung aufgenommen. Wir arbeiten auch mit den Kinderbetreuerinnen eng zusammen, treffen uns einmal im Monat, wo wir wirklich auch durchbesprechen, wie es ihnen geht, weil ich wirklich möchte, dass man in dem Fall schon die Allerkleinsten abholt und ein bisschen mit Deutsch ihnen hilft, die Sprache zu begegnen, mit der Sprache sozusagen umzugehen. Und wie sieht es aus? Eine Muschel in den Haaren.
Deutsch lernen umfasst ja nicht nur die Sprache an sich, sage ich jetzt einmal, sondern da läuft so viel rein aus dem ganzen Integrationsbereich, Sozialkompetenz, persönlicher Kontakt, sage ich jetzt einmal, aufgenommen werden. Es ist einfach ein sehr, sehr schöner Bereich und ja, das ist auch das Mehr, was bei uns einfach auch drinnen steckt, dass wir wirklich versuchen, alles, was wir geben können, weiterzugeben. Es wäre schön, wenn es noch mehr solche Angebote und noch mehr solche Kurse in Zukunft geben wird, weil einfach die Nachfrage ganz, ganz stark auch ist, glaube ich, und das wirklich wichtig ist und den Kindern sicher große Hilfe ist, bevor sie wirklich in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Obwohl eigentlich zweimal in der Woche eineinhalb Stunden relativ wenig ist, sage ich jetzt einmal, machen die Kinder so riesige Sprünge, dass es einfach schön ist, zuzuschauen und dabei zu sein. Und bezüglich Integration glaube ich einfach, dass es sehr viel leichter ist, wenn man sich mit seinem Gegenüber verständigen kann. Es läuft alles über Kommunikation und das ist wirklich so das erste Mittel. Und ja, auch für die Kinder, sie sprechen miteinander, sie finden Freunde, das ist auch eine Form der Integration. Und ja, halte ich für sehr wichtig.